dass ihr da auch von mir das gerne sehen möchtet. Und ja, das werdet ihr auch bekommen, wenn ihr auf meinem Kanal geschaut habt. Werdet ihr sehen, Skyrim ist schon eingetragen. 11.11. ist das Erscheinungsdatum. Da werde ich mir das auch direkt kaufen. Und ja, hoffe, es wird euch gefallen. Und da haben wir schon wieder ein Amulett mit Lebenskraft. Das können wir verkaufen. Das scheint auch sehr wertvoll zu sein. Also das hatte da einen 950 Goldmünzen Wert. Jetzt bist du dran. Beziehungsweise einen Wert von 650 Goldmünzen. Damit man es auch grammatikalisch korrekt ausspricht. Nicht, dass der ein oder andere von euch jetzt sagt, boah, der kann ja noch nicht mal reden. Aber ich glaube, mit dem Reden, das müsstet ihr gemerkt haben, das kann ich. Also, stundenlang kann ich euch die Ohren vollsülzen. So. Da hinten sind noch mehr Banditen. Ich dachte, wir hätten es jetzt langsam mal. Ja, hier, hallo. Komm doch auch. Ja, mach mal. Wir warten. Zwar hier hinter einer Wand. Oh. Das war knapp übrigens. Ich habe gar nicht auf meine Lebensanzeige geachtet, weil da waren ja die ganze Zeit diese Armbrustschützen. Die scheinen uns sehr zuzusetzen. Aber naja, wir haben ja genug zu futtern und es wird auch noch wieder was dazukommen. Ich meine, die lassen ja auch ständig Eintopf und sowas fallen. Von daher gehe ich dem Ganzen gelassen entgegen. Futter uns dann mal wieder auf 300 von 300 Lebensenergie. Das ist wieder ein schwerer Bandit. Der hält wieder einiges aus. Da müssen wir uns dann später drum kümmern. Ich habe jetzt hier gerade nicht so wirklich eine Kontrolle über den Charakter. Da war wieder diese obligatorische Drehung. Ja, und die Frames sacken hier wieder ein bisschen ein. Ich hoffe, das ist wieder nur für mich so, weil das ist mir auch schon mal aufgefallen, dass oft ich Frame-Probleme habe und dann im Video sage ich, oh, ich ruckel rum und dabei ist überhaupt nichts. Das ist auch sehr lustig. So. Da haben wir wieder einen Eintopf. Und was hast du? Schnaps. Ja, toll. Sauf dich halt zu. Kommt uns nur gelegen. Achso, essen wir mal was. Eintopf haben wir ja gerade bekommen. Und dann noch ein Brötchen. Bratenes Fleisch. Also wir ernähren unseren Charakter sehr gut und ich bin irgendwie ein bisschen froh, dass man hier nicht fett werden kann. Also, ich glaube, wir wären jetzt schon kugelrund. Durch das ganze Fleisch und Brot, was wir so zu uns nehmen. Ich meine, das ist ja hier im Minutentakt, kriegen wir ja wieder Hunger. Da haben wir echt Schwein gehabt, das kann man mal so sagen. So, aber da hinten ist ein Alchemistentisch. Das ist ja sehr interessant. Hier scheinen die auch zu schlafen. Ist das eine Streitaxt? Ein Wasserfass? Okay, aber wir haben uns jetzt gerade Unmöglich. vollgetankt. Das ist jetzt ein bisschen doof. Oh, ich muss gleich niesen. Also wenn ihr mich gleich kurz mal nicht hört und ich hoffe, es kommt nicht im Teamspeak dadurch, dann nicht erschrecken, dass ihr mal nichts von mir hört. Ja, Heiltränke brauen wir uns dann mal, ja, sagen wir mal 10 Stück. So, zack. Dann reicht das auch erstmal. Da haben wir wieder eine große Truhe, verdammt. Hier liegt keiner mehr. Überall Betten. So. Ja. Das war's dann wohl auch schon wieder.
Ah ne, da hinten, nein doch. Ich dachte, hier wäre jetzt noch ein zweiter Eingang. Aber, achso, ist nur ein Bolzen. Ja, dann haben wir die Höhle der Banditen hier auch wieder geplündert. Und ausgeräumt. Und vor allem ausgeräuchert, will man ja auch mal sagen. Und, ja. Mir hat's Spaß gemacht. Also ich finde langsam ist das Kampfsystem auch ganz angenehm. Etwas schwer, um reinzukommen. Aber, naja. Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass ohne diesen Community-Patch, den ich am Anfang runtergeladen habe, das Kampfsystem wohl noch ganz anders gewesen sein soll, dass man mit dem Rechtsklick, womit ich jetzt hier diesen schnellen Schlag mache, jemanden. Oh, jetzt hat sie uns vergiftet. Das habe ich natürlich nicht. Naja. Nicht diesen schnellen Schlag gemacht hatte, sondern den Gegner zu Boden geschlagen hat und dass das die Gegner auch konnten und deswegen das komplette Kampfsystem eigentlich voll für die Katz war. Und die Community das Ganze dann eben überarbeitet hatte und in dem Fall verbessert. Und da nochmal ein Lob an die Community, die das zustande gekriegt hat. Das muss man auch mal sagen. Gefällt mir. So. Jetzt essen wir auch mal ein Brötchen. Reis soll auch gesund sein. Entschlackt den Körper. Achso, und speichern, nicht vergessen. Auch mal machen, falls ich das mal wieder vergessen haben sollte. So, was haben wir jetzt hier für eine Höhle? Das ist ja. Ach, mir gefällt das. Dieses ganze Erkunden und Höhlen. Wow, und ich laufe auf einen Wolf zu. Streunender Wolf. Okay. Wow. Boah, habe ich mich erschrocken. Genau das mit diesem ganze Zeit runter schlagen, das soll wohl da der komplette Kampfstil gewesen sein. Ich habe es natürlich so nicht gespielt, aber kann ich mir etwas schlechter vorstellen auf jeden Fall. Aber naja, ich glaube, perfekte Spiele gibt es nicht. Jeder hat immer an jedem Spiel irgendwas rumzunörgeln, weil etwas nicht so ist, wie er sich das vorstellt. Und von daher sollte man das Ganze gelassen sehen und ja, es ein wenig so akzeptieren, wie es daneben ist. So, Wasser und Fläschchen. Jetzt haben wir da hinten noch mehr Wölfe. Na, dann kommt doch mal. Oh, wieder ein ganzes Rudel. Was bewacht ihr denn, liebe Wölfchen? Ja, komm. Komm. Uah. Sind jetzt wieder so viele. So. Finde die streunenden Wölfe und töte sie. Ruf in Montera. Okay, wir waren noch nicht in Montera, haben aber anscheinend schon eine Aufgabe erledigt. Das ist natürlich etwas doof gelaufen, wenn man sich die Umgebung dann so genau natürlich angucken kann, dass man schon Aufgaben erledigt, ohne sie ja schon zu haben. Hätte man vielleicht so kleine Events einbauen sollen. Ich meine, ich bin ja auch schon so ein bisschen mit Programmierkenntnissen unterwegs. Hätte man vielleicht so Events einbauen sollen, die dann die Höhle versperren, bis man eben diese Quest dann angenommen hat. Ich habe damals mal ein RPG auf diesem RPG Maker gemacht, den es ja damals gab, aber das war so ein 2D-Ding und selbst da konnte man. Wenzels Schwert. Ach Gott, Wenzels Schwert. Wer war das denn nochmal?
Es kommt mir gerade so bekannt vor. Goldbrocken. Ja, auf jeden Fall konnte man selbst da auf diesem RPG Maker, ich glaube das war 2000 oder so, schon diese Events einbauen. Es war vielleicht jetzt nicht so in dem Maße, aber ich meine, wenn da schon möglich ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das hier auch möglich sein kann, sollte, wie auch immer. Naja. So, Wenzels Schwert, wie gut ist das denn, das Schwert vom Wenzel? Wenzels Schwert benötigt 160 Stärke, 70 Klingenschaden plus 10 gesegnet. Und unsere Waffe hat 70 Klingenschaden. Ach so, auch 70. Okay. Ist also, ja, unwesentlich besser. Nicht mal gleich gut. Ich weiß ja nicht, was dieses gesegnet da bedeutet.